Leute, wir spielen Elden Ring. Wir machen direkt da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar sind wir in einem neuen Gebiet, Leute. Wir haben dieses neue Gebiet gefunden, zu dem man, glaube ich, Zugang erhält, nachdem man Mesmer gelegt hat, was ich natürlich in der letzten Ausgabe gemacht habe. Und, es ist, wo ist es denn? Es gibt übrigens, was ist denn das nochmal? Was war das nochmal? Es gibt noch so eine Waffe, die gut sein soll. Ich habe gestern nochmal sowas gesehen. Warte mal. Item Type. Ich weiß gar nicht, ob ich die habe. Von den Red Guards aus der Festung. Den wollte ich übrigens auch hochleveln, den Knochenbogen. Dann habe ich so ganz schnell Pfeile mit hintereinander abballern. Nee, jetzt bin ich hier schon falsch. Ich glaube, ich habe die gar nicht, die Waffe. Ist das ein Great Spear? War Spear? Spear of the Impaler ist der von... Das ist der Speer von... Hier, Dingenskirchen, Mesmer. Godskin Peeler? Nee. Also diese Red Guards droppen das wohl. Oh, ist es das? Nee, Godskin Stitcher? Bloody Hellas? Nein, 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 nein. Muss man farmen? Ja, ich dachte, dass ich vielleicht schon irgendwie im Laufe des Kämpfens mal was gedroppt wurde, aber ich habe es tatsächlich nicht. Was bedeutet, ich muss es tatsächlich farmen, weil ich will diese Lanze besitzen. Die ist halt perfekt für ein Fire-Build. Ja, jetzt habe ich Fat Roll. Und zwar wäre das nämlich, wo wäre das? Wo war der große Aufzug? Ich muss kurz überlegen. Shadowkeep Backgate? Nee, hier war das nicht. Stormhouse. Ach, guck mal, hier ist sie wieder. Die habe ich auch noch gesucht. Wer ist denn eigentlich Ansbach? Den habe ich auch noch nicht gefunden, den Dude. Glaube ich. Hier, die Typen. Aber ich weiß nicht, ob alle von denen das droppen. Ich habe das Gefühl, ich habe hier immer noch was übersehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe hier immer noch irgendwas übersehen. Dieser Ansbach, von dem habe ich doch jetzt auch schon mehrmals gehört. Aber wo ist der? Ich habe noch keinen, ich meine, ich habe noch, habe ich mal jemanden getroffen namens Ansbach? Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher. Ach, das war der, der mit mir gegen Mesmer gekämpft hat. Okay, steht der nicht im Bossraum?
Wo war denn der Bossraum? Mesmer's Dark Chamber. Nee. Okay, hier hat er doch gekniet. Okay. Das war der, den ich hier in den Kampf gesummen habe oder summen konnte. Das war Hornsend. Der steht noch unten in der Beep. Er müsste ja hier irgendwo angezeigt werden als so ein Symbol, wenn er da irgendwo wäre. Er wird halt echt nirgendwo angezeigt. Storehouse First Floor? Hier, das ist übrigens die Stelle zum Farm. Aber wo soll dieser Ansbach sein? Ah, warte mal. Eine Sache habe ich, glaube ich, noch nicht. Da muss ich doch jetzt doch noch mal kurz... Warte mal. Irgendwo war das. Nee. Guck mal hier. Ich war hier noch nicht überall, glaube ich. Da ist er. Guck. Alter. Weil er kann so schnell, weil man dauernd abgelenkt wird von irgendwelchen Wegen und so, kann man nämlich was vergessen. Hier ist er. It's been some time. After unburdening my soul to you, I had hoped to make a fresh start. But there was one thought I could not dislodge from my mind. So, here I am. Quite unable to move on. Und das war auch der Raum, den ich von da oben, als ich da oben lang gegangen bin, gesehen habe, wo man hier runter kann. Und ich dachte noch, springe ich da jetzt runter oder später? Habe ich gesagt, später, und dann habe ich es natürlich nicht mehr gemacht. His dynastic palace. It appears his body has been absconded with and taken straight to kind Mikola. Surely you recall that I once served Lord Moog as a pureblood knight after failing him in every regard and losing sight of my vows. I'd do anything to make amends in whatever meager way I can. What could they possibly have in mind for Lord Moog's remains? The implications are rather unnerving. Hand over the secret rite scroll. Tell him about Freya's decision. Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich muss hier ganz kurz. Ob ich Bock habe auf Monster Hunter Wilds? Ja, mega krass sogar. Das wird das nächste große Spiel, in das ich viel Stunden rein investieren werde. He plans to use his corpse as the vessel of his king consort. He has forsaken Lord Moog's soul. He desires only his empty shell. It beggars belief, but
I'm afraid Tentamikola fails to grasp the humiliation implied by this act. One thing is certain. My dear Lord deserved better. Righteous tarnished. You have my gratitude. You have given me the answers I needed, but I can hardly fathom it. Such folly. Unto the end. I am a warrior, but I've aged. I cannot afford to act hastily. Curse it all. I know my limits. I could spend the rest of my life honing my craft, and still that creature would be out of my blade's reach. The absolute folly of it all. Freya, by the gods. She must be feeling the need to reaffirm her allegiance before she heads to war. Freya, war das nicht die Bogenschützin bei den Wölfen? Hardly troubled by the rot. Nee, das war... Aber Freya ist doch auch aus dem Main Game. Thanks to you, she too will have the answer she requires. Yes. I can see her barreling into the fray right now. Ja, die war oben, ich weiß, aber die kennt man noch aus dem Hauptgame, meine ich. Ja, ich habe sie mit Lantenna verwechselt. So, jetzt gehen wir zu Freya. I'm afraid I'm busy, truly. I should have asked Ansbach to him. From Sir Ansbach? To me? What on earth could it? Yes. Of course. I see. As the Festival of War concluded, General Radahn's soul met an honorable end. But kindly Mikola wishes to revive it, which is fine by me. I know it would pain old Jaren, but war has always suited General Radahn best, and certainly far more than any honorable death. Endless war to invigorate the soul, as befits General Radahn, the Great Lion. Thank you. Now I finally cast off my misgivings. Give my regards to Honorable Ansbach. Tell him, if we should meet in battle, to face your bow would be fine enough, but to face your blade would be an honor. Golden Lion Shield. All that remains is the fight for our kind Mikola. All that remains. Okay. Also, Medium Schild 100% Damage negotiation. Roaring Bash. Basic nicht, brauche ich nicht, ne? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ist, wie es ist, brauchen wir nicht. Aber vielleicht jetzt nochmal runter zu Ansbach oder was? Nur nochmal checken. Wir wissen ja, wie es funktioniert. Sehr ernst. Hör doch mal auf, mich zu hauen. Okay. Jetzt reicht's.
Ah, jetzt ist er weg. Guck. Der gute Ansbach. Jetzt ist er weg. Und ich bin wieder allein. Das sieht ja hier auch super fishy aus, ne? Da sieht man ja richtig, dass dahinter noch was ist, aber ich weiß nicht, wie man es öffnet. Oder ob man es überhaupt öffnen kann. Das ist das Lustige, bei FromSoft-Spielen weiß man nicht, ist es ein Feature, ist es ein Bug? Irgendwas muss ich hier noch. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Schalter oder so. Malta-Schalter? Try lever, but seek ahead. Okay, also es gibt einen Schalter. Okay. Dann müssen wir vielleicht von oben. Irgendwo gibt es einen Schalter. Wir gucken mal oben. Vielleicht. Warte mal. Hier schon wieder durcheinander. Hier. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals hier die Treppe hochgegangen bin, ehrlich gesagt. Doch. Ah, doch. Warte mal. Das heißt. Lol.
So, unter mir ist das, ne? Ist das hier? Da geht's weiter hoch. Und hier so ein Item, das heißt, hier war ich zumindest auch noch nicht. Smithing Stone, naja, gut. Oha. Boltrake Talisman 3. Hey, es gibt hier noch einige Räumlichkeiten, die ich überhaupt nicht gesehen habe. Das heißt, hier gibt es da irgendwo noch einen Schalter. Ne, Moment, das ist doch der Raum. Hä? Das ist der Raum. Hier ist der scheiß Schalter. Lol. Okay. Das ist der Raum gewesen. Er hat ihn wieder gefunden, der Lootboy. Ist doch klar. Okay, also das haben wir. Geil. Jetzt gehe ich trotzdem nochmal, wenn jetzt hier schon die ganzen Gegner gelegt sind. Nee. Gehe ich trotzdem nochmal hier hoch. So, da habe ich das Item geholt. Hier, das habe ich gemacht. So, und dann bin ich hier hin. Ah, und das war der Raum, den ich gesehen habe. Genau, okay. Da haben wir das Schild, den Schild gekriegt. Ja, wieder nix. Oh, ich dachte gerade, ich habe einen Invader hinter mir. Okay. Invader, you know, Saddam Story, I can blame. I keep on boom down, sick of my name, we pillin' my slim, up and we wanna blame. I keep on boom down, invader, send me up the pillin' of the team. I keep on beep out, we pillin' my slim, we up and over, so then we got a sling. I keep on boom schlong. So. Also. Jetzt war ja noch das Ding, diese Waffe farmen. Und das macht man hier. Dafür würde ich sogar equipment-technisch umsatteln auf hier Dingenskirchen. Item Discovery. Und dann gehen wir hier runter.
So, ganz wichtig. Aufzug wieder nach oben. So, und das Schwert wollen wir farmen. Das Schwert hier, was er da eben noch so schön in der Hand gehalten hat. Das wollen wir farmen. Stimmt, ich kann auch einen silbernen Hühnerfuß nehmen. Ja, davon habe ich gar nicht so viele, glaube ich. Ah, hier. Und dann Rinse and Repeat. Das ist die beste Feuerwaffe, glaube ich, für ein geiles Firebild. Item. Nope. So. Das kann jetzt wahlweise 5 Minuten oder 5 Stunden dauern. Weiß man nicht, ne? Aber der Buff hält nach dem Fast Travel nicht. Wie es aussieht. Item. Nope. Ah, so ist das. Manchmal muss man farmen, wenn man etwas unbedingt will. Oh, Silver Tier Mask, ihr habt vollkommen recht. Hab ich schon vergessen. Da. Die können wir noch zusätzlich zum Farmen. Und noch den Arcane Talisman, welcher ist das? Arcane Talisman? Habe ich einen Arcane Talisman? Den hier meinte. Okay. Oh, der hat nicht richtig ge... Oh, shit. Na toll, noch nicht mal irgendwas. Oh nein, das darf natürlich nicht passieren, Leute. Das wirft uns aus dem Rhythmus. Das darf nicht passieren. Das ist ja ganz tragisch gelaufen hier. Eieiei. Anfängerfehler.
Na gut, gibt uns die Möglichkeit, über andere Themen zu sprechen. Worüber wollt ihr labern? Was wollt ihr besprechen? Gibt es Themen, die wir besprechen müssen? Basketball. Wie krass war bitte das Ende von Steph Curry? Da ist es. So, genug zum Thema Basketball. Aber wir wollen eigentlich zwei, glaube ich, oder? Man muss einfach nur das Thema wechseln. Man darf nicht dran denken, dann klappt's hier. Fire Knight Greatsword. Das muss natürlich noch hochgelevelt werden. Wir fahren noch weiter, ich will zwei davon. Gauntlets. Oh nein, den Aufzug nicht hochgeschickt. Wie kann es passieren? Wie schwer wiegt die Last auf deinen Schultern, Deutschlands weltbester Let's Player aus Deutschland zu sein und gleichzeitig bester Elden Ring Spieler? Was sind die Schattenseiten des Ruhms? Ja, es ist eine sehr gute Frage. Hooked on a feeling. Weil mit viel Ruhm kommt natürlich auch viel Verantwortung. Und das Problem ist, wenn man erstmal selber so hohe Standards gesetzt hat, dann verlangen die Leute natürlich immer Exzellenz. Und das ist ja eigentlich auch okay. Ich bin es ja auch nicht anders gewöhnt. Aber manchmal ist man vielleicht einfach auch nur super gut. Und das reicht den Leuten dann nicht. Wirst du Black Myth Wukong zocken? Ist krass, wie oft ich das gefragt werde tatsächlich. Ich weiß es nicht. Ich werde es auf jeden Fall anzocken. Also ich werde es ausprobieren und dann werde ich gucken, ob ich Bock habe weiterzuspielen. Muss krass sein, alle sagen das. Genau, Julia, du weißt Bescheid. Ne? Es ist halt echt so. Ja, wenn dann... Oh, shit. Wenn ich das Fire Knight Greatsword spiele, dann würde ich da die beiden Aschen drauf machen. Ich glaube, das macht Sinn. Allerdings muss man fairerweise sagen, wie schwer ist denn das überhaupt? 16, das ist eigentlich schon crazy eigentlich. Nur um die Varianz zu haben, 16 ist natürlich schon auch eigentlich sehr, sehr schwer. Oh.
Wieso schicke ich denn den Aufzug immer nicht hoch? Ja, das ist es halt, was Julia sagt im Chat, ne? Also so ein normales Leben führen ist halt... Ey, ich sag mal so, das Leben auf der Überholspur, du bist schnell, du bist auf der Überholspur, aber du siehst halt nicht mehr viel von der Landschaft oder von den anderen Verkehrsteilnehmern. Also es kommt alles zu einem Preis. Ist es angenehm, überragend zu sein? Ja, natürlich. Natürlich ist es schön. Aber es ist halt auch so, du brauchst auch Leute, mit denen du das teilen kannst, ja? Und das ist halt immer das Problem. Ihr werdet es nicht kennen, aber wenn man überragend ist, findet man ja auch... Du musst ja jemanden finden, der dann auch mit dir sozusagen das Überragende leben kann. Ja, und das ist halt das Gute bei mir, meine Bodenständigkeit ist halt das, was letztendlich, ich habe zum Beispiel ganz viele Freundschaften, also wirklich Freunde von früher aus der Schule, denen ich erlaube, mich ab und zu anzurufen. Also da bin ich echt, würde ich sagen, aufgrund meiner Herkunft irgendwie einfach bodenständig geblieben. Darf ich dir bitte Geld spenden, Eddie? Nee, Dwelven, lass mal. Ich nehme nicht Geld von jedem, tatsächlich. Wieso vergesse ich jetzt eigentlich dauernd den Aufzug hoch? Ich bin so im... Modus, den Typen zu killen. Zufrieden mit meiner Kickbase-Mannschaft? Ey, gute Frage. Ich verbringe zurzeit sehr viel Zeit mit Kickbase tatsächlich. Wir haben angefangen, relativ spät, erst vor 2 oder 3 Wochen, eine sehr ambitionierte Gruppe. Wir sind 12 Leute. Und der Transfermarkt, der erste Transfermarkt, also am ersten Tag, als es losging, war absolut insane. Wirklich komplett krass. Es war das Who is Who von Kickbase drauf. Unter anderem Kane, Musiala, Kimmich. Also es wirkte schon fast irgendwie wie ein Cheat-Transferfenster. Es waren nur Superstars, Boniface, Wirtz, es waren wirklich nur Superstars auf dem Transfermarkt. Und wir spielen immer mit 200 Millionen ohne Mannschaft, sodass alle volle Konten hatten und dann auf die Spieler gebettet haben. Für alle, die sich nicht auskennen mit Kickbase oder wissen, was das ist, Kickbase ist ein Fußballmanager, also ein... Der basiert auf den echten, also die Punkte basieren auf den, die man dort kriegt, basieren auf den echten Ergebnissen und Spielerleistungen. Und es gibt da natürlich unterschiedliche, es gibt Comunio, es gibt Kicker-Manager und so weiter. Und bei Kickbase ist es so, dass wenn du einen Spieler kaufst, dann ist der weg. Also dann hast nur du den, so wie im echten Leben. Bis du ihn halt wieder verkaufst. Es gibt auch zum Beispiel Kicker-Manager, da kannst du dir einfach ein Team, da kann sich jeder aus dem Pool an Spielern mit einer, du kannst, jeder hat die gleiche Summe, du kannst dir einen Pool an Spielern zusammenstellen, aber da kann jeder theoretisch sich die gleiche, könnte theoretisch sich jeder die gleiche Elf machen. Bei Kickbase geht es nicht. Da ist quasi, wer weg ist, ist weg.
Und die Marktwerte steigen und fallen natürlich je nach Leistung, beziehungsweise nach dem, was geboten wird oder wie mit denen gehandelt wird. So fast wie ein Aktienspiel, nur mit Fußballern. So kann man es vielleicht erklären. Naja, und dann war halt direkt am ersten Tag die Creme de la Creme auf dem Transfermarkt. Und da musste man also ganz genau überlegen, weil, wie gesagt, nur der Höchstbietende kriegt den Spieler. Also wenn da zum Beispiel ein Harry Kane auf dem Transfermarkt ist für 50 Millionen, das wird vom Computer bestimmt, der Marktwert. Und ich biete 55 Millionen und der Nils bietet 56 Millionen, dann kriegt Nils Harry Kane. Genau, man hat eine geschlossene Gruppe. Und Nils hat die letzte Saison gewonnen. Ich war Zweiter letzte Saison. Und Nils hatte letzte Saison Harry Kane. Und er hat ja so krass rasiert. Und also habe ich auch auf Harry Kane geboten. Und auch auf Musiala. Und ich habe natürlich krass hoch geboten, weil ich Kane unbedingt haben wollte. Und ich habe, glaube ich, 30 Millionen mehr geboten, als er wert ist. Und ich habe, glaube ich, 81 Millionen für Kane geboten. Der für, ich weiß nicht, der war für 50 oder 55 oder irgendwie so war der auf dem Transfermarkt. Und das heißt, du kriegst natürlich dann einen Top-Spieler, aber dann hast du halt noch 120 Millionen für die restlichen Kaderplätze. Du musst ja eine Mannschaft von 11 Leuten zusammenstellen. Und dann weißt du natürlich, dass im Durchschnitt schon mal der Preis... Oh nein. Für die anderen Spieler wesentlich geringer ist. So. Und dann habe ich auch noch Musiala gekriegt. Ich habe zwar auch sehr hoch auf den gebettet, aber ich dachte nicht, dass ich ihn kriege, ehrlich gesagt. Ich dachte nicht, dass ich beide kriege. Ich habe, glaube ich, Musiala habe ich auch irgendwie 68 Millionen oder so geboten. Also 20 Millionen, glaube ich, über Marktwert. Und dann hatte ich zwei Spieler und schon 140 Millionen ausgegeben für zwei Spieler. Das heißt, noch 60 Millionen für 9 Spieler. Es ist natürlich geil, Kane und Musiala in seinem Kader zu haben. Aber es ist natürlich schon eine Herausforderung, dann eine schlagfertige Truppe zu kriegen. Und es gibt verschiedene Herangehensweisen, verschiedene Taktiken, wie man Kickbase spielen kann. Man kann es so machen, dass man sich 2, 3 absolute Superstars kauft und den Rest dann eher mit kleineren Spielern von unbekannteren Mannschaften oder von kleineren Mannschaften auffüllt. Man kann gucken, dass man eher so überall solide Spieler aufstellt. Also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Ja, und jetzt habe ich halt 3 Superstars. Ekitike habe ich auch noch gekauft. Und jetzt muss ich die restlichen 8 Plätze muss ich mit Geheimtipps füllen. Also wenn ihr ein paar Geheimtipps habt, irgendwelche geilen Spieler für absolut wenig Geld, die aber Stamm spielen werden oder die abgehen werden, könnt ihr die mir gerne nennen. Ich bin offen. So viel zu der Kickbase-Frage, wie meine Mannschaft ist. Also meine Mannschaft besteht aus 3 Superstars und 8 Graupen. Und man wird sehen, für was es gut ist. Ich muss jetzt natürlich viel traden, viel Spieler günstig kaufen und hoffen, dass sie ihren Marktwert steigern und dann verkaufen, um die Kohle wieder reinzuholen, die ich für die Overbets ausgegeben habe. Ja, Dick. Fire Knight Armor. Habe ich schon.
wollte Made Komoon. Never. Bei der Restkohle schau lieber in der Baller liegt nach. Frag mich, wie viel Nils erneut auf Kane geboten hat. Ja, ich habe nicht gefragt. Ich schätze mal, die ganze Liga hat viel geboten. Aber Nils hat auch einen guten Kader. Also er geht eher den Weg auf 11 Positionen gute Leute zu haben. Und dafür halt vielleicht keinen vom Kaliber Kane, wobei er hat Boniface, der auch nicht schlecht ist. Aber ja, man wird sehen. Erfahrungsgemäß schaffe ich es durchs Traden eigentlich immer viel Kohle wieder rauszuholen. Deshalb war es für mich nicht so schlimm, so zu overbetten. Aber ja, man geht natürlich immer ein gewisses Risiko ein. Wenn sich Kane jetzt verletzt oder so, hast du natürlich gelitten. Lord Schomberg, ich farm, ich will eine Waffe hier von dem Dude. Also ich hab die schon einmal. Aber ich will die zweimal. Ja, sie droppt einfach nicht mehr. Zufrieden bist du bisher mit der Vorbereitung der Eintracht und was hältst du von Matanovic? Ich halte sehr viel von Matanovic, um damit mal vielleicht anzufangen. Hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt und ist, glaube ich, echt so ein Typ Stürmer, wie er der Eintracht gefehlt hat. Und ich glaube, er wird auf gute Spielzeit kommen. Ich weiß nicht, ob er direkt Startelf-Kandidat sein wird, auch wenn er jetzt im Testspiel gegen Valencia gestartet ist. Glaube ich, dass trotzdem Ekitike am Ende erstmal gesetzt sein wird. Ansonsten Vorbereitung von der Eintracht finde ich eher so mittelmäßig, muss ich ehrlich sagen. Also durch diese Amerika-Reise und dann irgendwie Testspielgegner Louisville und Juarez irgendwie ohne Aussagekraft und jetzt gegen Valencia in Valencia. Also ich glaube, dass die Vorbereitung sehr anstrengend war für die Eintracht durch die vielen Reisen. Die sind ja dann auch innerhalb von Amerika noch rumgereist nach Mexiko und New York und weiß ich nicht was. Jetzt nach Spanien für das Testspiel, dann auswärts in Braunschweig. Also sie sind schon gut rumgereist jetzt. Bevor irgendwie die Saison überhaupt losgeht. Da hat es Leverkusen schlauer gemacht, irgendwie nach Österreich ins Trainingslager irgendwie. Muss ich sagen, finde ich persönlich die bessere Herangehensweise. Und ja, das Testspiel war natürlich absolute Katastrophe. Ich bin ja auch nicht der allergrößte Dino Topmöller-Fan. Also ich hätte es sehr gut gefunden, wenn man sich nach der Saison von ihm trennt, habe ich auch so gesagt. Und ich wusste, dass wenn man jetzt in die neue Saison mit Dino Topmöller geht, erst recht nach diesem Hickhack von wegen wir besprechen uns und dann entscheiden wir, wodurch er ja auch nicht gestärkt rausgegangen ist, war es halt einfach klar, dass sobald die Eintracht wieder scheiße spielt, direkt am Anfang, dass dann wieder die Diskussion, die Trainerdiskussion stattfinden und das hast du jetzt schon nach so einem Testspiel und den Gamble, den hat man einfach, also das hat man halt, dieses Risiko ist man ja ganz bewusst eingegangen von Seiten der Eintracht. Ja, und das weiß ich nicht, ob das so schlau ist und die Eintracht spielt zumindest jetzt im Testspiel gegen Valencia den gleichen Drecksfußball, den sie auch in der letzten Saison gespielt hat. Und es ist absolut erschreckend teilweise gewesen, wie die gegen Valencia gespielt haben. Und ich fand auch die Aufstellung schon wieder ein bisschen komisch und so. Und naja, keine Ahnung. Ich
Weil es ist nur ein Testspiel. Darf man vielleicht auch nicht zu hoch bewerten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe letzte Saison alle Testspiele von der Eintracht geguckt. Und die Eintracht hat genauso scheiße wie den Testspielen dann auch in der Saison gespielt. Also es ist jetzt auch nicht so... Klar, wenn du erschöpft bist und so... Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da gar nichts rauslesen kann aus so einem Testspiel, meiner Meinung nach. Ja, Dino Topmöller durchaus ein Kandidat für die erste Trainerentlassung, auch aufgrund des schweren Auftaktprogramms. Also man stelle sich vor, die Eintracht verliert gegen den Tabellenletzten der zweiten Liga, Eintracht Braunschweig im DFB-Pokal in der ersten Runde. Dann brennt sowas von der Baum. Dann hast du ersten Spieltag in Dortmund, die einfach ultra krass aufgerüstet haben, meiner Meinung nach. Und dann hast du zu Hause schon unter Hoffenheim, hast du dann schon ein Entscheidungsspiel wahrscheinlich für einen Trainer. Also kann natürlich auch alles anders kommen, ne? Also das ist ja das Schöne beim Fußball, wir wissen es ja nicht. Es tut mir übrigens leid, dass ich jetzt hier farme. Ich hätte es auch offline machen können. Hab ich ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Eigentlich ist es auch dumm, weil ich nur bis 8 Zeit habe, dass ich jetzt hier die Zeit mit Farmen verbringe. Aber jetzt bin ich gerade im Grind-Modus. Jetzt will ich es auch einfach hinter mich bringen. Also Topmöller Seoane ist auf jeden Fall ein Entlassungskandidat. Ich glaube aber auch der Werder-Trainer ist ein Entlassungskandidat. Also natürlich immer vorausgesetzt, es läuft scheiße. Ne? Wenn jeder dieser Trainer jetzt perfekt in die Saison startet mit 6 Siegen aus 6 Spielen, dann wird keiner entlassen. Ist ja logisch. Also es hängt ja auch dann immer mit den Ergebnissen und der Spielweise zusammen. Aber es sind ja oft die Trainer, mit denen man schon immer so ein bisschen unzufrieden war. Und diese Unzufriedenheit dann sozusagen mit in die nächste Saison schleppt. Weil man dann natürlich nicht mehr so viel Credit hat. Credit vor allem. Wen siehst du als möglichen Nachfolger von Topmöller? Ja, ist vielleicht noch ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, weil er tut sich natürlich auch innerhalb einer Saison noch viel. Aber ich kann mir vorstellen, dass man dann mit Terzic sprechen würde. Der war ja auch schon Thema, bevor Topmöller gekommen ist. Ich finde ja Roger Schmidt interessant, auch wenn der wahrscheinlich jetzt schwer zu kriegen ist, aber weiß man ja nicht, was innerhalb von einer Saison passiert. Keine Ahnung, ey, es gibt so viele Trainer da draußen. Ich kenne mich jetzt auf dem Trainermarkt nicht so gut aus. Das ist auch echt immer so eine schwere Entscheidung. Dann Spielphilosophie und, weiß ich nicht, Erfahrung. Da kommen so viele Faktoren rein, die ich immer schwer bewerten kann. Komm jetzt. Oh. Aber ich sag mal so, ich glaube, es wird eine spannende Bundesliga-Saison. Ich halte den BVB für durchaus einen Titelkandidaten, wenn die Transfers funktionieren und wenn Şahin funktioniert. Aber so eine Doppelspitze... Alter.
Bayer Gyrassi ist natürlich schon auch nicht die schlechteste Sturmspitze. Dann der Abwehrspieler hier, Kuto oder wie der heißt. Pascal Groß im defensiven Mittelfeld ist auf jeden Fall ein Upgrade. Oh Mann, ich muss den Aufzug nach oben schicken. Ja, Leverkusen, die ja fast einen unveränderten Kader haben. Also da muss man jetzt auch nicht mit einem krassen Einbruch rechnen, meiner Meinung nach. Bayern haben sich verstärkt. Stuttgart hat fucking viel Geld in die Hand genommen für qualitativ hochwertige Spieler. Hat natürlich auch ein paar verloren, aber Sturmspitze Demirovic Undav ist natürlich schon auch nicht so schlecht, auch wenn es teuer war. Olmo ist weg bei Leipzig, das stimmt. Der hatte aber auch nicht so den krassen Impact letztes Jahr, weil er viel verletzt war. Dafür konnten sie Xavi Simons halten. Und ich glaube auch, dass so Šeško, oh Mann, halt jetzt auch nach dem ein Jahr nochmal einen Sprung nach vorne macht und die werden ja auch noch jemanden holen wahrscheinlich. In Bayern wollen erstmal Goretzka loswerden. Hab ich gelesen. Noch Transferwünsche für die Eintracht. Ja, durchaus, ey. Also ich glaube, ein geiler Linksverteidiger mit defensiven Stärken. Ein defensiver Mittelfeldspieler. Ein Flügelstürmer. Würden mir schon so ein paar einfallen. Pascal Groß wäre perfekt gewesen, finde ich. Jetzt gib das scheiß Schwert, ich hab keinen Bock mehr. Ist halt so ein bisschen, die Eintracht schwimmt halt in Geld, aber irgendwie, die kaufen halt nur Talente, irgendwie. Also nicht nur, aber ist halt auch schon ein bisschen ein Gamble. Und man muss einfach auch sagen, dass Trapp halt so gar nicht zu dem Besitzfußball von Dino Topmöller passt. Er kann halt hinten nicht geil kombinieren. It's a problem. Auf der anderen Seite gilt er als Vereinsgesicht und Koryphäe und weiß ich nicht was. Und den kannst du halt auch nicht so einfach absägen. Freust du dich überhaupt, dass es losgeht? Ja, ich freue mich mega. Merkt man das nicht?
So, einen noch, dann habe ich keinen Bock mehr. Dann war alles davor umsonst. Ja, das ist halt die Scheiße, das ist wie auf dem Bus warten, Mann. Soll ich nicht doch zu Fuß gehen? Jetzt habe ich aber schon 20 Minuten gewartet. Mann! Außerdem war es nicht ganz umsonst, weil einmal habe ich es ja gekriegt. Und das zweite Mal nicht. Vielleicht müssen wir doch wieder über Basketball reden. Oh, stimmt, das kann man auch noch machen. Was haben wir denn da für die Flask? Kann man das überhaupt? Habe ich gar nichts. Was Drop Rate erhöht. CRS65 und Glorreich97, vielen Dank für eure Subs, ihr Lieben. Jesus Christ. Code2K, danke für 2 Monate Subs. Danke. Mensch, Mensch, Mensch. Okay, was wollen wir noch besprechen?
Kannst du mir deine Top 3 deiner Lieblings-Open-World-Games rausschießen? Sorry. ja, das ist ja relativ einfach. Elden Ring, Zelda und also ich sag mal Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sind dann eins, ja. Dann, was gibt's denn? Was ist denn alles Open World? Das ist ja immer so die Frage. Ja, Red Dead Redemption bin ich nicht so der obergroße Fan tatsächlich. Ich habe Red Dead Redemption 2 auch nach 3 oder 4 Stunden abgebrochen tatsächlich. Ich überlege gerade. Es müsste halt schon irgendwie ein Rollenspiel sein. Vielleicht so was wie Xenogears oder oh ja, Cyberpunk würde ich sagen. Cyberpunk auf Platz 3. Kann ich gut mitleben, ja. Cyberpunk ist richtig geil. Aber No Man's Sky hat mir auch richtig gut gefallen. Das will ich auf jeden Fall auch nochmal weiterspielen. Horizon habe ich nicht so viel gespielt, ehrlich gesagt. Da habe ich auch nur den ersten Teil, so 3 Stunden oder so gespielt, hat mich aber nicht so gecatcht. War mir zu, ja, so, ich will nicht sagen 0815, aber zu klassisch, sagen wir es vielleicht mal so, in der ganzen Herangehensweise und also es ist schon coole Grafik und so, aber hat mich irgendwie einfach nicht so gereizt. Achso, Final Fantasy 7 Rebirth muss ich ja auch noch weiter zocken. Kann ich noch gar nicht sagen. Habe ich irgendwie dann mittendrin abgebrochen, weil so viele andere Spiele rauskamen. Aber ist natürlich auch immer noch ein heißes Thema bei mir. Wobei jetzt die Open World, die war nice, aber auch nicht überragend. War halt auch wieder so viel. Ich mag das halt nicht so in der Open World, so Checklisten. Sammle 7 davon, 8 davon, 10 davon. So künstliche, weiß ich nicht, künstlich die Zeit in die Länge ziehen. Und vor allen Dingen hasse ich es, irgendwelche Items zu sammeln oder so, die mir nicht wirklich was bringen. Also ich muss immer auch das Gefühl haben, ich kann es nicht so erklären, aber ich nehme da immer gern dieses Beispiel aus GTA, wo du dann irgendwelche Brieftauben oder so abschießen musst, wo ich so, warum sollte ich das machen? Da habe ich keinen Bock drauf. Nicht Remake, Rebirth habe ich gesagt. Final Fantasy 7 Rebirth. Nicht Remake. Aber es ist jetzt auch nicht mein Favorite Genre. Also
sowohl bei Zelda als auch bei Elden Ring, obwohl ich die beide liebe, gibt es auch immer wieder Phasen mit viel Leerlauf und so, wo ich mir denke, so ja. Also es stört mich bei den Spielen nicht, weil die halt noch genug bieten, aber ey, Open World irgendwie dauerhaft interessant zu machen, ohne dass es sich wiederholt oder irgendwie generisch oder so anfühlt, ist glaube ich sauschwer. Nee, Death Door, das ist so von oben, ne? So isometrisches, Zelda-mäßiges Souls-like oder so. Auf welchem Platz deines Spieler-Rankings kommt Hollow Knight? Ich kann das, wenn überhaupt, nur nach Genre machen, weil ich kann jetzt nicht irgendwie, es macht keinen Sinn, irgendwie, finde ich, Spiele zu vergleichen, die so komplett unterschiedlich sind. Aber Hollow Knight hat mir nach hinten raus schon richtig Bock gemacht, keine Frage. Aber es ist mir trotzdem, habe ich da auch einige Kritikpunkte. Aber es ist natürlich schon ein Top Metroidvania, weil es eben auch so viele Geheimnisse gibt und so viel zu entdecken gibt und so. Aber den Einstieg in Hollow Knight finde ich immer noch maximal bescheuert. Meine Fresse, ich krieg einfach nicht, was ich verdiene. Hitman finde ich immer ganz lustig. Hitman hat mir immer viel Spaß gemacht. Hitman fand ich immer solide. Also, ist jetzt nichts, was ich, glaube ich, 200 Stunden spielen würde. Aber so meine Hitman-Session finde ich eigentlich immer ganz geil. Ah ja, Mario könnte, zählt Mario Odyssey als Open World eigentlich doch schon ein bisschen. Also Super Mario Odyssey fand ich super gut, muss ich sagen. Das hat mir krass Spaß gemacht. Könntest die Waffe auch in 5 Minuten duplizieren. Ja, ich könnte auch einfach das Spiel nicht spielen. Mir einfach die Credits online durchlesen. Das Video stellen wir nicht auf YouTube. Scheiß Farming, ey. Jetzt habe ich wirklich keinen Bock mehr. Ich gucke mir jetzt gleich das neue Gebiet an. Was ist denn die Drop Rate Flask? Es gibt doch keine Drop Rate. Ich habe zumindest keine Drop Rate Flask.
Auf Monster Hunter Wilds freue ich mich auf jeden Fall, ja. Das ist doch auch Open World, oder? Ist doch Monster Hunter in der Open World. Das finde ich. Das stelle ich mir richtig geil vor. Komm jetzt. Da ist es. Freunde. Double Whammy. Hast du schon Denzels neues Gaming-Zimmer gesehen? Wie neu? Super ultra neu, dann nicht. Genug Klunker. Oh, ich wusste es. So, jetzt müssen wir hier nochmal Seelen poppen. Dann kommt die Ash of War drauf, und zwar wäre das doch Gelockt in Flames Cure. Hier kommt die Ash of War. Flame Spear ist es, glaube ich.
Dann kannst du hier noch. Wo ist es? Feuer pushen. Und ich glaube, man kann sogar. Ich glaube, Magma. Hilft das auch noch? Der Magma-Talisman? Da bin ich mir nicht sicher, ob der auch. Ich bin mir nicht sicher, ob Magma da auch mit rein triggert. Da kannst du Not auch Gottfried Bacon machen. Muss es Flame Art sein? Seid ihr sicher? Was ist der Unterschied zwischen Flame Art und Fire? Was bringt's? Ich bin mir nicht sicher. Aber warum? Ja, ist doch dann mit dem Faith Scaling. Jetzt hast du auch noch Fat Roll. Und zwar eine ordentliche Fat Roll. Nicht, ob ich die wegkrieg. Ist immer noch Fat Roll. Immer noch Fat Roll. Das reicht nicht, Schild weg reicht nicht. Ja, ich sag ja, das ist eigentlich dumm. Wie in einem Disney-Film sieht es hier aus. Ich bin mir auch nicht so sicher wegen der Flame Art. Im Chat haben alle gesagt, ich muss Flame Art statt Fire nehmen. Aber ich glaube, dass Flame Art doch einfach nur Faith mit als Scaling reinnimmt, oder? Macht das sonst noch einen Unterschied?
Und da ich ja kaum Faith habe, weiß ich gar nicht, ob das so schlau ist. Ehrlich gesagt, was ihr da gesagt habt. Nicht, dass ich das jemals bezweifeln würde. Aber... Jesus. Müssen wir irgendwie runter. Das ist halt absolut krass, die Reichweite davon. Guck nicht immer so böse in die Kamera. Ich guck nicht böse, ich guck konzentriert. Ich sehe so aus, wenn ich konzentriert bin. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich all meine Energie und Kraft aufbringen muss, um nachzudenken. Das ist für mich sehr anstrengend. Wen von euch sieht man denn auf der Gamescom? Das würde mich mal interessieren. Wer von euch kommt rum? Also generell auf die Gamescom, aber wer kommt auch zum Rocket Beans Stand? Minus, schade. Muss arbeiten, Lord Stromberg. Pixel Paddy kommt. Rantje muss arbeiten. Für Zimmy ist es zu weit. Ist vielleicht ein bisschen hoch. Ja, wohl geht. Wer würde antworten? Gamescom, ja, RBTV. Ja, kann ja sein, dass man sagt, ja, ich bin nur einen Tag da und will Spiel XY sehen oder so, keine Zeit rumzukommen oder so. Weiß ich ja nicht. Aber ja, wahrscheinlich werden die meisten dann schon sagen.
Cool, so, jetzt testen wir mal kurz das andere. Das sind echt die perfekten Gegner da unten zum Testen. Eure Berichterstattung zu Gamescom macht mehr Spaß als die Gamescom. Ja. Ich kann es verstehen, wenn man auch schon diverse Gamescoms hinter. Ups. Gamescoms hinter sich hat. Dass dann vielleicht so der ganz große Need, dann nochmal vorbeizukommen, nicht mehr da ist. Gamescom hat sich auch stark verändert, muss man sagen. Ist ja mehr mittlerweile ein Community-Treff als wirklich eine Spielemesse, wenn man das so sagen kann. Das haut schon derbe rein, das Schwert, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob es besser reinhaut als andere Sachen. Zum Beispiel. Oh, was haben wir denn da unten? Ah, das gibt ein Shadow Tree Fragment, Leute. Ja, 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 ja. Check it out, das ist doch perfekt für unsere neue Waffe. What? Alter. Das ist Shadow Tree Fragment. Geht schon ab, die Waffe auf jeden Fall. Farming lohnt. Also ich würde nicht ganz zustimmen zu sagen, wenn man wirklich an Games interessiert ist, ist die Gamescom der falsche Ort. Das finde ich ein bisschen hart. Vor allen Dingen auch ein bisschen ungerecht, weil es gibt die Indie Arena Booth und die ist zum Beispiel ziemlich geil. Nicht nur, weil da geile Indie-Spiele sind, oft sind da Spiele dabei, die dann Jahre später irgendwie absolute Hits werden. Und da irgendwie an einer kleinen irgendwie Booth vorgestellt werden, aber man trifft auch dort dann die Entwickler zum Beispiel oder so und ist viel näher im Kontakt als an den großen Bühnen, wo nur irgendwelche Trailer von irgendwelchen Blockbuster-Titeln gezeigt werden ist. Also das ist schon, ich finde, es gibt immer wieder auch viel zu entdecken auf jeder Gamescom. Es ist ein bisschen wie so eine kleine Schatzsuche. Und man trifft natürlich auch viele Leute, also sowohl aus der Branche. Ist jetzt für mich vielleicht dann interessant, weil ich kenne natürlich dann auch viele Leute aus der Branche, aber so von anderen Redaktionen oder andere Streamer oder so. Aber man trifft natürlich auch viele Gleichgesinnte so. Also ich finde, es hat, ist schon immer noch ein schöner, interessanter Mix auf der Gamescom. Ja, es ist super voll und es ist auch nervig, gerade bei der Hitze immer.
Aber es ist natürlich auch groß. Also es ist auch viel Fläche und man findet eigentlich auch sonst immer irgendwie einen Spot, wo man mal chillen kann, finde ich. Ich komme mit den Influencer-Heinis nicht klar, sondern beziehungsweise nicht mal die selbst, sondern die Fans. Ja, weiß ich nicht, aber das kriegt man ja auch gar nicht dann so unbedingt mit, wenn man da jetzt nicht an der Bühne hängt, wo dann, was weiß ich, irgendeiner von denen was macht oder so. Also. Was ist hier? Bisschen hier gelandet. Oh, das ist wieder so ein. Guck dir die Reichweite von dem Ding an. Das kostet allerdings auch viel FP. Preise sind unmenschlich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und es ärgert mich auch jedes Mal. Ich muss manchmal lachen, was ich dafür, weiß ich nicht, eine Pommes und ein Würstchen zahle. Also lachen im Sinne von, ich kann nicht glauben, dass ich mich gerade so verarschen lasse. Kann ich nichts, kann ich nichts dagegen sagen. Finde ich auch unverschämt. Ist halt leider auf den meisten Messen, egal ob das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, OMR-Festival oder so. Keine Ahnung, CeBIT oder so. Ich habe das Gefühl, es ist an so Orten, wo die genau wissen, dass man dahin muss, wenn man essen will. Finde ich richtig schlimm. Aber noch schlimmer finde ich, wenn es noch lange Schlangen dazu gibt. Also wenn es noch, wenn es teuer ist und auch noch du eine Stunde anstehen musst. Was passiert hier? Jetzt bin ich einfach nur wieder oben. Ah, das ist ein Shortcut oder was? Hä, ich raff's nicht ganz. Das ist einfach nur ein Shortcut. Jetzt bin ich wieder hier. Ja, wow. Almost Dirty wird es auch wieder geben, natürlich. Und er ist auch noch bei CD Projekt Red. Und man hört doch viel von CD Projekt. Man hört doch viel von CD Projekt Red. War es das hier in dieser Höhle? Ja.
Das riecht nach Tod. Das riecht nach Tod. Ei. Tod. Nein. Leben. Es riecht nach Leben. Leben. So, da unten sind wir nämlich das letzte Mal durch den Teleporter rausgekommen, haben hier hochgeguckt und uns gefragt, wie kommt man wohl hier hin? Jetzt wissen wir es. Aber es ist leider nicht viel los hier in dem Bereich. Die Endlevel-Bereiche von FromSoft sind ja immer so ein bisschen hinten dran, finde ich. So, Limgrave, mega geil. Snowfield oder Mountaintop of the Giants. Boah. Oh, Epharum Azula war schon wieder geil. Vielleicht kann man keine Regel draus formulieren. Da muss ich auch noch hin. Das ist natürlich eine sehr schöne Aussicht hier. Hier war ich doch schon. Okay, es geht also nur oben lang weiter, so wie es aussieht. Aber trotzdem irgendwie unnötig der Aufzug, oder? Dann kann man sich doch gleich zum Bonfire beamen. Irgendwie. Habe ich Sekiro durchgespielt? Nee, ich habe Ishin nie besiegt. Tatsächlich. Ich habe ihn auch nicht so oft versucht. Ich habe ihn, glaube ich, so 10 Mal oder so versucht. Dann hatte ich keinen Bock mehr. Und ich wusste, wie viele Stunden ich reinbuttern muss, um ihn zu besiegen. Aber ich habe mich schon verabredet mit Jack FromSoft. Der hat gesagt, er wird mein Guide, mein Gozu, mein Sifu. Und gemeinsam werden wir es schaffen. Diesen Schandfleck. Senpai. Gozu ist Großmeister. Ja. Sorry, ihr kennt euch wohl nicht aus in der Lingo. Ich fand eigentlich Ishin, das Problem war eigentlich eher, dass man dann auch immer noch gegen Genichiro vorher kämpfen musste. Und dann noch 3 Phasen Ishin und irgendwie habe ich die Geduld nicht gehabt. So, wo bin ich jetzt gestorben? Egal. Gehen wir mal hier lang. Sogar genau hier.
Ishin kann man cheesen. Meinst du den Schild-Cheese? Ehrlich gesagt muss ich erstmal Sekiro wieder lernen. Ich habe alles vergessen über Sekiro und wie man es spielt. Also. Leicht wird da nix. Wo sind wir denn hier? Guck mal hier. Ja, dieser Schildschirm-Cheese. Ja, ja, das kenne ich. Ja, das ist ja auch nicht kämpfen. Also dann kann man auch, dann brauche ich auch nicht machen. Ich würde jetzt nicht 3 Jahre oder wie lange ist es her, noch länger warten, um gegen Sekiro zu kämpfen, um ihn dann mit irgendeinem super lame Cheese fertig zu machen. Also, wenn, dann will man ja auch ihm zeigen, wo der Hammer hängt. Bondstone. Was ist das jetzt? A large brownstone studded with a perfectly white gem. Said to be the polished form of a special kind of crystal, a ritual implement and made to control explosions of spiritual power. Used to cause a spiritual explosion. Hab ich nicht gerafft. Das habe ich nicht gerafft, was das machen soll. Aha. Ich habe das Gefühl, ich komme von der falschen Seite hier hin. Ich glaube, ich bin mit Feuer hier gar nicht schlecht beraten, ehrlich gesagt. Kennt ihr dieses Video? Ich habe den Namen vergessen von dem YouTuber. Das ist natürlich immer doof. Ich will ja eigentlich auch Credit geben an YouTuber. Aber ich habe es leider vergessen. Es ist ein 6,5-stündiges Video zum Thema Dark Souls. Hat so ein Dude gemacht. Ich kannte den nicht. Hat auch gar nicht so viele Klicks. Ich glaube so 10.000, 11.000. Und hat in 6,5 Stunden... erklärt, warum er Dark Souls sein Lieblingsspiel ist. Ich gebe zu, ich habe auch nur eine halbe Stunde geguckt. Weil, oh, ist das etwa ein Topfboy? Ist das ein Topfboy, Leute?
Weil wer guckt sich ein 6 Stunden Video an? Aber was mir gut gefallen hat, ist die Art und Weise, wie detailliert und genau er auf alles eingegangen ist. Das war schon gut. Shit, das war kein richtiger Topfboy, das war ein Ablenkungstopfboy. Das ist ein Topfboy, der, wo glitzert. Guck, da glitzert der Topf nicht. Der Topf muss glitzern. Spirit Calculus mal 3. Was ist das? Was sind das für Items, Alter? Crafting Items. Okay. Das Video ist von Rumpelmeister. Okay, genau, das stimmt. Der Name ist Rumpelmeister. Ich glaube, ich bin einfach von der komplett falschen Seite hier gelandet. Wieso kann ich es nicht anvisieren? Ach du Scheiße. Ein kurzer Kommentar ist 6 Stunden lang, ja. Aber ja, kann man auch zum Einschlafen wie so ein Podcast halt hören. Ich hatte teilweise so ein bisschen, ich kenne den Dude nicht, ich will dem gar nicht irgendwie an Karren pissen oder so, aber er hat so von der Stimme her kam er so manchmal so ganz bisschen arrogant rüber. So jovial, würde ich sagen, also so erklärbärmäßig. Das hat mich ein bisschen genervt. Er hat dann auch so explizit versucht, auf jeden Fall, ich kenne so Leute, die so explizit ganz genau darauf achten, keine unnötigen englischen Begriffe zu benutzen. Und hat dann statt Tutorial, hat er immer Tutorial gesagt. Ihr seid jetzt im Tutorialgebiet, das hat mich komplett wahnsinnig gemacht. So, in diesem Tutorialgebiet. Aber soll ja jeder machen, wie er will. Nichtsdestotrotz hat er ein paar sehr, sehr coole Sachen herausgearbeitet. Also warum, ich finde, er hat sehr gut immer begründet, er hat dann zum Beispiel erklärt, warum ihm das Level-Design gefällt. Er hat aber gesagt, ja, was bedeutet eigentlich Level-Design? Was macht gutes Level-Design? Was macht Dark Souls, damit man ihm gutes Level-Design attestieren kann und so. Also so sehr sachliche, nüchterne, runtergebrochen. Das fand ich schon auch interessant. Aber ja, hat ein bisschen eine einwillige Art und Weise, die Sachen zu betonen und so zu sprechen. Wenn man sich daran nicht stört und an den 6 Stunden, dann kann ich schon auf jeden Fall rein inhaltlich, da ist nochmal ein Topfboy, sehr empfehlen. The fuck. Shadowdry Fragment. Aber nur eins. Ich weiß, dass Tutorial in einem ein deutsches Wort ist, das im deutschen Wortschatz enthalten ist. Es klingt trotzdem scheiße und nicht so, wie man es benutzt, finde ich. Ich mag das Wort halt nicht. Ist halt meine Sache. Wenn du kein Problem hast, dass einer sagt,
Wir sind im Tutorialgebiet und das ist eine Tutorialwaffe und das Tutorial, ich finde, das klingt total komisch und ein bisschen aufgesetzt. Nach dem Motto, genau wie du sagst, es gibt ein deutsches Wort dazu, also kann ich auch das deutsche Wort dazu benutzen. Sprache ist immer auch ein Flow, finde ich. Es muss auch Spaß machen, eine Sprache zu sprechen, Wörter zu benutzen und Kommunikation so zu benutzen, dass sie einfach zugänglich und angenehm ist. Meine Meinung. Mal ganz abgesehen davon, dass er Item sagt. Er könnte auch er hat auch gesagt, ja, hier gibt's die Items. Hätte auch Gegenstand sagen können. Also wenn, dann kannst du konsequenterweise jedes Wort auf Deutsch übersetzen. Macht man aber dann doch irgendwie nicht. Weil in fucking Rollenspielen und Videospielen sagt man halt Item und man sagt Equipment. Es ist so. Alter, was geht hier unten noch ab? Ich finde es genauso dumm, wenn man Anglizismen übertrieben benutzt, wo man sie nicht benutzen muss, wo es aufgesetzt wird oder so. Aber ich finde, manchmal sind englische Wörter besser als deutsche und manchmal umgekehrt. Whatever. Was für eine Scheißdiskussion, interessiert mich schon wieder gar nicht mehr. Sprecht, wie ihr wollt. Alter, was? Wieso sind die so krass? Wer ballert hier? Du oder was? Das ist auch kompletter Quatsch eigentlich. Welches Wort finde ich im Deutschen besser als im Englischen? Bibliothek. Weil ich finde einfach Library. 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 Ist einfach für mich ein scheiß Wort, ganz ehrlich. Niemand mag Library. Fat Roll, Lecko. Lecko Fund hier, ehrlich. Streuobstwiese, auch viel besser im Deutschen. Und wir kennen alle den englischen Begriff. Aber zum Beispiel Cringe. Bin ich noch nicht so hundertprozentig warm mit geworden mit Cringe. Wie ist das bei euch? Ich benutze es auch manchmal, aber manchmal finde ich es auch cringe, es zu benutzen. Ich finde, Cringe darf man auf keinen Fall zu viel benutzen. Dann wird's unangenehm. Wie ich einfach keine dieser Waffen benutzen kann wegen Heavy Load. Die kann ich doch benutzen.
Fremdscham ist das bessere Wort. Ja, aber halt ein sehr langes Wort. Und wenn man dann irgendwie so sagt, so, oh, der Typ war mega Fremdscham, weiß ich nicht, das funktioniert schon wieder nicht so gut. Aber der Typ war mega cringe. Finde ich, geht. Alter, willst du mich nerven? Wieso treffe ich den Fucker nicht? Der hat eine fucking Iframes-Rolle. Peinlich. Der Typ war mega peinlich. Mhm. Aber peinlich und cringe ist es exakt das gleiche. Irgendwie peinlich finde ich noch ein Tick härter. Noch ein bisschen. Spider Scorpion Ashes. Oder weird finde ich zum Beispiel. Weird finde ich auch ein gutes. Das war echt ein bisschen weird. Weirder Typ. Komischer Typ. Gerne mal. Ey, keine Ahnung, man kann es wahrscheinlich immer irgendwie auch übersetzen, aber manche Sachen, so wie cool, sagt man ja auch nicht, oh, kühles Outfit, Alter. Manche Sachen gehen dann halt in den Sprachgebrauch über und werden irgendwie benutzt. Und fühlen sich dann auch irgendwann natürlich an. Auch wenn der Ursprung anders ist. Aber ich finde auch genauso nervig, wie ich den Übergebrauch von Anglizismen in jedem zweiten Wort finde. Genauso schlimm finde ich aber auch so Gatekeeper der Wörter, die dir dann irgendwie, die dann eben explizit jedes Wort dann auf Deutsch übersetzen, um ja nicht einen Anglizismus zu benutzen oder so. Das finde ich also ehrlich gesagt genauso bescheuert. Aber ich bin ja eh, ihr kennt mich, ich bin ja ein Freund der Mitte. Wenn das Boot zu sehr in die eine Seite kippt, dann gehe ich gern auf die andere Seite. Nein. Boah, das war knapp. Der hat schon die Todesanimation eingeläutet. Okay. Hand of Blood benutzt sehr viel Safe. Ja. Und versuch mal von Maxim einen Stream oder ein Video zu gucken ohne Insane. Man müsste den beiden sagen, die müssen ein Video machen und jedes Mal kriegen sie einen Stromschock, wenn sie safe oder insane sagen. Aber so sind sie, die jungen Menschen. Wenn du dir das, Problem ist, wenn man sich das einmal angewöhnt hat, ich kenne das ja auch. Ich sag dauernd Jesus. Und ich krieg's nicht mehr raus. Alter, wie nervig der mit seiner Roll ist. Donny hat sich for real an. Ja, ist aber auch nochmal was anderes, wenn man in der Öffentlichkeit irgendwie Videos macht und irgendwie ihr von den Leuten mehrere Stunden jeden Tag seht. Ne? Das ist auch nochmal ein bisschen was anderes. Stellt euch mal vor, euch würde jeder in euren Arten und Besonderheiten und Redewendungen jeden Tag stundenlang über Wochen, Monate und Jahre dokumentieren, da würde man bei jedem von euch und von uns, von allen Menschen, würde man irgendwelche Wörter oder Redewendungen oder Ticks oder was weiß ich finden, die man irgendwie wiederholt.
Das ist einfach so. Nur bei Leuten, die halt Content machen und jemand guckt, ist es halt auf Video und dann sehen das halt viele Leute und kommt zum gleichen Ergebnis, aber so generell, ich kann hier übrigens, während ich so angeregt mit euch rede, kann ich kaum gescheit spielen, weil ich hier komplett die Orientierung verliere. Weil hier ist doch, genau, hier ist dieses Ding, aber ich weiß, es war noch irgendwo eine Tür. Ich hab, dieses sah aus sogar wie eine Boss-Tür. Und ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube, es war hier durch diesen kleinen Schacht. Hoke sagt, er hängt mit seinem... Was war sein Kind? Ich hätte es schon wieder weggescrollt. Aber ich weiß, ich fühl's, der Jugendslang. Ey, meine Kinder sagen auch die ganze Zeit Digger. Also ich meine, klar, wir sind hier in Hamburg, gehört irgendwie dazu. Aber wenn mein Großer mit seinen Kumpels hier abhängt, Digger. Hier, guck. Ich wusste doch, hier ist noch eine Tür. Ah, es gibt noch eine. Ich habe noch eine gesehen. Raw Burrow. Ja, Digger ist auch nicht neu, aber es wird halt unfassbar viel benutzt. Ach, siehst du, jetzt connected das. Dann kannst du von da... Nee. Nee, das ist ein anderer. Ist auch ein anderer Raum jetzt hier. Die Viecher wieder, oder was? Ey, ich sag dir, der Scattershot-Throw muss gebufft werden, wenn ihr wollt, dass ich diese Krallen weiter benutze, Leute. Der dauert zu lang, der muss direkt raus. Ist zu lange erst, da die Krallen ausfahren. Alter, wie groß ist das hier noch? Das ist auch geil, das ist alles wieder hier unterirdisch, ne? Schön groß ist das hier. Hi.
Ach du Sau. Da gekriegt. Improves backsteps. But increases damage taken. Improves backsteps? Das klingt ja scheiße. Was soll man denn damit? Wer macht denn Backsteps? Wo ist es denn jetzt? Meinen die das hier? Nee. Ach, Backsteps! Nee, Backsteps. Ist doch richtig. Aber nein, Backstep, dann würde es ja STAB geschrieben, aber hier steht ja STPS. Nicht Backsteps, die meinen, ich hab's schon richtig gelesen beim ersten Mal, die meinen den Schritt, das ist der Backstep hier. Aber wo ist denn da jetzt die Verbesserung? Da ändert sich doch gar nichts. Hat jetzt iFrames. Okay, aber dann hätte man das doch auch mal irgendwie visualisieren können. Ich glaube nicht, dass das ein Übersetzungsfehler ist. Das hätten die schon längst rausgepatcht. Das ist ja komplett scheiße, ey, ganz ehrlich. Das ist ja fast schon unverschämt, so ein Talisman. Hatte ich ihn jetzt da eigentlich? Ja, mag ja sein, dass es da iFrames gibt, aber trotzdem. Ich meine, es kann natürlich sein, dass es irgendwelche Situationen gibt, dass du statt einer Roll lieber den Backstep machst, aber der ist ja auch nicht schneller oder so. Also ich sehe nicht, dass das irgendjemand ernsthaft benutzt. Aber vielleicht sehe ich irgendwann ein Video und ein Bild und denke mir so, ah, dafür ist es, aber... Die mir sagen, da ist was oder das ist schon wieder Bullshit. Das ist doch schon wieder Quatsch hier.
Ich glaube, hier ist nichts, ne? Ich sag ja. Das ist doch wieder mal Quatsch. Bringt mal wieder überhaupt nichts, was ich hier mache. Jetzt haben wir einmal die Runde gemacht. Ich glaube, hier war wirklich nichts außer diesem völlig bescheuerten useless Talisman. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen in dem Raum, aber Stand jetzt clear. Aber schon krass, wie die hier nochmal so ein komplettes Höhlensystem, hier so eine Untergrundwelt da reingebaut haben. Nicht schlecht. Wisst ihr, was ich schade finde? Bei Elden Ring. Dass es nicht mehr diese klassischen Invasions gibt, wie früher noch bei Demon's Souls. Und ich glaube, bei Dark Souls 1 ging es auch gut. Da musste man natürlich Humanity haben, also in sterblicher Form sozusagen. Aber ich finde es geil, dass einfach random irgendeiner in dein Spiel kommen kann und dir deinen Fortschritt vermiesen kann. Und dass man das explizit erst einschalten muss, also dass das sozusagen nur passiert, wenn du es auch willst, was so ein bisschen den Gedanken von einer Invasion ja wegnimmt. Weil eine Invasion soll ja kommen und du sollst dir ja denken, oh shit, da habe ich ja jetzt gar keinen Bock drauf. Und nicht, ja kommt doch, ich bin vorbereitet. Wisst ihr, was ich meine? Das ist natürlich auch ein harter Abfuck und ich finde es auch okay, wenn man offline spielt, dass man das ausschalten kann. Also dass es die Option gibt zu sagen, ich spiele offline, ich will das nicht. Aber wenn man online spielt, also wenn man sozusagen den Nutzen von online hat, sprich Nachrichten, Co-op-Summons und so weiter, dann finde ich, sollte man auch das Risiko haben, dass Leute in dein Spiel kommen und dir den Tag zur Hölle machen. Ich fand das immer ein geiles, irgendwie, waren natürlich andere Zeiten und Demon's Souls und so, das war eine kleine Community, aber ein paar meiner spannendsten, oh Boss? Ein paar meiner spannendsten und nervenaufreibendsten Erlebnisse hatte ich tatsächlich bei Invasions, die ich nicht antizipiert hatte, also die einfach kam. Guck mal, da steht jemand. Mit einem dicken Hammer.
Wer ist es? Ich kann ja auch mit dem labern, aber dann könnte ich ihn nicht anvisieren. Okay. Ach, das ist ein Crucible Knight. Okay. Toll. Und meine Gutmütigkeit mal wieder. Alter, nur weil ich gucken wollte, ob der labert. Was geht mit ihm? Komm her, du Sau. Scheiße! Ich mach den jetzt mit dem Pizzaroller. Gar nichts, Junge. Alter, wieso staggert er denn nicht? Digga, wieso staggert er denn nicht? Hey, pass auf. Das geht auch auf jeden Fall in die Hose. Alter, wie lange er nachlebt. Ich bin tot. Oh, oh. Scheiße! Ich hab keine andere Waffe. Gut, jetzt wird's langsam unangenehm, jetzt muss ich ihn wirklich umhauen. Experimentierphase ist um.
Wie machen wir es, Leute? Wie machen wir es? Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir wissen manchmal gar nicht, was wir machen wollen. Wir können ihn einfach zu Tode bonken. Come boy. Hä, wieso stand der jetzt nur so dumm da? Devonias Hammer und Crucible Hammer Helm. Holy. Longest serving of the Crucible Knights. Okay, natürlich ein schöner Area of Effect, aber Alter, wie lange dauert's bitte? Welches Setting fürs nächste FromSoft-Game? Also ich würde... Ja, ich bin einfach geschrickt. Ich könnte mir schon wieder so ein Dark Souls vorstellen. In vielleicht ein bisschen düsterer, ein bisschen gruseliger, ein bisschen mehr Rätsel und solche Geschichten. Aber ey, ich bin auch echt ratlos, was FromSoft machen könnte, weil einerseits liebe ich, was sie machen. Aber ich will auch nicht, dass jemand die Armen von FromSoft beleidigt und sagt, die machen immer nur das Gleiche. Insofern, ich weiß es nicht. Ich fand ja auch Armored Core geil, also insofern, ich kann mir, solange die sich treu bleiben und sozusagen ihr Ding machen. Ancient Runes Cross Message. Bin ich eigentlich happy? Left by Dryleaf Dane. Addressed to kindred spirits who also pursue. We found the sealing tree just ahead. But if we are to burn it, we need the proper kindling. That of Sir Mesma. Ich tippe ja drauf, dass es Dark Souls Online oder sowas wird. Message left by Needle Knight. Dane Pest. Sealing Trees in the Ancient Ruins of Raw. It lies beyond the high bridge leading from the first floor of the storehouse. Lies beyond the high bridge leading from the first floor of the storehouse.
Ja, sowas wie Soul Fighter könnte ich mir auch vorstellen. Tatsächlich. So eine Art Soul Calibur oder so. Ja, keine Ahnung. Es könnte auch Bloodborne 2 sein, Sekiro 2, wobei eher unwahrscheinlich, glaube ich, aber Dark Souls 4, eine neue IP, keine Ahnung, ein Ego-Shooter, ein Sidescroller, wir wissen es nicht. Warte mal, bevor ich jetzt da diesen Weg lang gehe. Haben wir denn sonst... Nee. Guck mal, das ist das Problem. Man lässt sich zu leicht ablenken. Wir haben hier noch längst nicht alles entdeckt. Geschweige denn erforscht. Aha. Dry Ash of War, Dryleaf Whirlwind. Das ist ja cool, ne? Kung Fu Asche. Ja, wie krass groß dieser DLC ist, wie viel Stunden man hier. Und da hinten ist ein Dings Giant, wie viel Stunden man hier reinballern kann, ist insane. Ich würde mir ja generell wünschen, dass noch so ein bisschen mehr sich die Engine weiterentwickelt. Also ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, zum Beispiel, dass man so Gliedmaßen gezielt abtrennen könnte. Oder auch so wie, wie heißt das bei Fallout nochmal? In dieser Zeitlupe, wo du dann die Einzelteile sozusagen anvisieren kannst. Oder so wie bei Dead Space, wenn dann halt ein Gegner auf dich zurennt und du schlägst ihm die Beine weg, dass er dann nur noch auf allen Vieren so näher, also so in die Richtung. Und ich finde halt das, was sie bei Sekiro eingeführt haben, zum Beispiel mit dem das Wets-System, genau. Aber bei Sekiro mit dem Enterhaken zum Beispiel, solche Sachen hätte ich geil gefunden. Also, oder würde ich geil finden. Was einem einfach nochmal so ein bisschen Gameplay-technisch, ich meine, das Kampfsystem ist nahezu perfekt, meiner Meinung nach, so und bildmäßig, was du machen kannst. Aber du könntest noch mehr so Zelda-mäßige Ideen reinbringen, jetzt nicht irgendwie zu übertrieben. Es muss schon auch noch passen. Ja, aber so ein paar Gimmicks. Ich mochte das bei Batman zum Beispiel. Arkham Asylum, dass du dann halt, weiß ich nicht, hier so eine Seilbahn irgendwie, keine Ahnung, so ein Shit halt. So, hier, Alter, was ein Weg das ist. Und da ist der andere. Oder vielleicht auch so ein bisschen mehr rätselmäßig. Es müssen jetzt keine Schieberätsel oder so sein, aber noch so ein bisschen mehr irgendwie innerhalb von Dungeons oder so, dass man so ein bisschen so Resident Evil mäßig vielleicht. Keine Ahnung. Jetzt bin ich wieder hier. Langsam bin ich komplett verwirrt von diesem Level. So, den hatte ich schon.
Alter, wo war denn noch? Wo bin ich ganz ursprünglich hergekommen? Wo war das? Da. Da muss ich lang. So, hier war ich noch nicht, Freunde. Oder? War ich hier? Doch, hier kam ich doch her. Hier kamen wir her. Von da oben fing alles an. Da sind wir runtergedroppt. Und dann bin ich hier nämlich nicht weiter. Und da oben ist noch eine Tür. Seht ihr es? Die meinte ich, als ich sagte, es gibt noch eine Tür. Aha. Das ist wahrscheinlich nur ein Shortcut. Hä? Wollt ihr wohl nerven? So, Chat sieht hier einen Weed Cutter. Meinst du Grinder? Habe ich gelesen. Ist das alles verwirrend hier? Wer, die müssen ja wirklich Drogen nehmen dabei, FromSoft, für diese Level-Designs immer. Fire Spirit Stone. Oh, was liegt denn da? Gar nichts. Tatsächlich nichts. Der Weed Cutter, okay. Das hier ist der Weed Cutter, ich weiß nicht, warum das so heißt. Das heißt halt so, wa? Ich dachte, du meinst das hier. Shadow Tree Fragment, come on. Be a good guy.
Nein. So, da geht's hoch. Es wundert mich, dass hier noch kein Boss oder Mittelboss war. Gut, es gab den Crucible Knight. Da sind wir reingekommen. Hier können wir noch weiter runter droppen. Das machen wir als allerletztes. Und ansonsten geht's da hoch. Und dann landen wir hier. Aha. Okay, nach unten kommen wir ja eh. Macht alles Sinn. Einfach, wenn ich von dem Startgebiet nach rechts gehe. Na klar, da bin ich ja von Anfang an nicht lang gegangen. Und dann kommt nämlich hier der Main Entrance quasi zu dem Dungeon, den ich jetzt von der anderen Seite gemacht habe. Aber wie hätte man die Tür aufgekriegt? Wahrscheinlich gar nicht. Weil die habe ich ja mit dem Schalter geöffnet, der auf meiner Seite war. Okay. Jetzt macht aber alles geografisch Sinn. Krass. Geiles Level-Design. Moment. Was passiert denn? Jetzt können wir doch den Drop machen. Den hatte ich auch schon, ne? Genau, und hier ist das Loch. Ich verstehe langsam den Dungeon. Und da sind wir hergekommen. Okay. Dann haben wir, glaube ich. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen, aber bei dem Dungeon nicht leicht zu sagen. Und dann geht's... Nee, nicht hier. Nicht dumm.
hier. Nee. Hä? Wo war denn jetzt das Bonfire, das letzte, das ich aktiviert habe? Nein, noch nicht hier. Das war hier. Hier. Da hinten ist ein Fire Golem, der wahrscheinlich jetzt hier die ganze Brücke anzündet. Jupp, da geht's schon los. Man kennt's. Oh. Mind the gap. Kann nicht sein, dass hier nix ist. Slumbering Egg. Aha. Ein Spring Seal habe ich zerstört, aber ich weiß nicht mal wo. Irgendwo. Hi. Ich hab ne Idee. Also ob Feuer die richtige Wahl hier ist. So Taylor, mach mal was. Guck mal hier, wie er da reinhaut. Taylor. Oh was? Hab ich doch 1A ausgewichen. Na gut, das wird eine Geschichte für ein anderes Mal. Jetzt mache ich erstmal Schluss. Ach, es ist so geil einfach. Ich habe, was ich wollte, ich habe das Schwert gefarmt. Zweimal wohlgemerkt.
euch an, wie schön es ist. Und das ist eine gute Sache. Aber jetzt mache ich Schluss. Tatsächlich. Ich habe gesagt, ich habe nur Zeit bis 8 Uhr heute leider. Aber wir raiden noch irgendwo rein. Tut mir leid, es war heute ein bisschen eine komische Folge, gebe ich gerne zu. Das war heute nicht so spektakulär wie letztes Mal mit Mesmer und Co., sondern viel mit Farming. Aber dafür haben wir heute mal ein bisschen gequatscht. Ist ja auch mal ganz schön, vielleicht auch für die YouTube-Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn euch generell der Content und der Channel gefällt, was ich hier so mache, dann freue ich mich über jedes Abo, Glocke drücken, Likes und Comments. Ja, und dann geht's weiter mit Elden Ring DLC Shadow of the Erdtree beim nächsten Mal. Tschüss.